In diesem kurzen Video erfährst du jetzt, wie du den perfekten WordPress-Beitrag erstellen kannst. Und nicht nur das, ich gehe auch kurz auf den Gutenberg-Editor ein, den du dafür benötigst und zeige dir eben auch wichtige Einstellungen, wenn du einen Beitrag in WordPress anlegst. Zudem zeige ich dir auch noch einen richtig guten Aufbau eines Blogartikels. Also nach diesem Video weißt du alles, was du rund um WordPress-Beiträge im ersten Schritt erstmal wissen musst. Und ich würde sagen, wir legen direkt los. So, was dich in diesem Video erwartet. Als erstes zeige ich dir, wie gesagt, den empfohlenen Aufbau. Davor gebe ich dir noch zwei, drei wichtige Hinweise, die du unbedingt kennen solltest. Dann gebe ich dir einen klaren Überblick. Sobald du einen Beitrag erstellt hast, gebe ich dir einen klaren Überblick über die Oberfläche in WordPress. Dann zeige ich dir fundamentale Beitragseinstellungen. Und dann werden wir noch gemeinsam einen Beitrag erstellen. Das macht man mit dem Gutenberg-Editor. Mehr dazu gleich. Wenn sich das jetzt schon mal gut für dich anhört, dann gib jetzt gerne dem Video einen kräftigen Daumen nach oben. Ja, wenn du eben weitere solche Videos sehen willst. Abonniere jetzt auch gerne WP Erfolg für mehr Website-Erfolg und aktiviere die Glocke, um kein wichtiges Video mehr zu verpassen. Ja? Mach das jetzt und dann geht es direkt los. Gut zu wissen, also bevor wir jetzt mal gleich zum Aufbau kommen, der Unterschied zu Seiten, also was ist der Unterschied von einem Beitrag zu einer Seite in WordPress? Beiträge sind dynamisch, Seiten sind statisch. Heißt, wenn du einen neuen Beitrag erstellst, dann wird er normalerweise immer auf der Blogseite angezeigt. Also heißt, du erstellst einen neuen Beitrag und dann wird der vorherige Beitrag eins nach unten verschoben und der neueste erscheint eben ganz oben im Blog zum Beispiel. Heißt, sie werden automatisch eingebunden, sobald du sie veröffentlichst. Seiten müssen von dir aktiv eingebunden werden. Also wenn du eine Seite nicht irgendwo auf deiner Website verlinkst, dann ist sie eben auch nicht auf der Seite auffindbar. Beiträge eben schon, eben zum Beispiel auf der Blogseite direkt. Ja? Das ist ein wichtiger Unterschied von Seiten zu Beiträgen. Genau, und wie schon gesagt, Beiträge werden eben auf der Blogseite zum Beispiel angezeigt, aber auch in Kategorien, wenn du Kategorien nutzt. Zu Kategorien gibt es noch ein weiteres Video hier natürlich auf diesem YouTube-Kanal. So, jetzt ganz kurz der Aufbau für einen typischen Beitrag. Das wirst du wahrscheinlich schon aus der Schule kennen tatsächlich und es ist auch nicht so neu, muss man sagen. Aber als erstes mache ich es normalerweise immer so, ich verfasse eine Einleitung. Eine kurze Einleitung, da gehe ich kurz im Normalfall auf das Problem ein. Weil jeder Nutzer, der nach einem Blogartikel sucht, hat normalerweise ein Problem, das gelöst werden will. Ich gehe kurz auf das Problem ein und zeige ihm, hey, wie dieser Artikel sein Problem lösen wird. Ganz kurz, bevor du überhaupt einen Artikel schreibst, noch eine wichtige Sache. Viele machen den Fehler, sie wollen einfach so einen normalen Blog erstellen, wo sie einfach ihre Gedanken teilen und denken dann, irgendjemand stößt per Zufall auf ihre Blogartikel und sie werden dann bekannt, sage ich mal, und werden dann großer Blogger. Das war vielleicht früher mal so, heute ist das nicht mehr so. Ich würde dir immer empfehlen, wenn du einen Beitrag erstellst oder einen Blogartikel erstellst, was häufig ja dasselbe ist, dass du das zu einem bestimmten Suchbegriff erstellst. Ich habe zum Beispiel meine erste Website zum Suchbegriff Teleskop kaufen erstellt. Heißt, ich habe aktiv geschaut, hey, dass dieser Artikel zum Begriff Teleskop kaufen gefunden wird und dementsprechend auch meine Seite erstellt. Und das würde ich auch empfehlen für deine Blogartikel, Beiträge. Schreibe die zu Suchbegriffen, die eben Nutzer in Google eingeben, sodass nachher auch wirklich eine Nachfrage nach deinem Blogartikel da ist und nachher auch wirklich Besucher bekommst. Das ist wahrscheinlich schon der wichtigste Punkt, den du aus diesem Video mitnehmen kannst. Weil wenn du jetzt zu irgendeinem Thema einen Artikel schreibst, das vielleicht aber gar niemand interessiert, das gar nicht auf Google gefunden wird oder du weißt gar nicht, was geben eigentlich Leute ein, um auf meinen Blogartikel oder um auf das Thema meines Blogartikels, um Infos zum Thema meines Blogartikels zu finden, ja, dann ist das nicht so ideal. Ja, das ist jetzt natürlich aber ein ganz anderes Thema. Da möchte ich jetzt kein großes Fass aufmachen. Dazu in einem anderen Video mehr oder natürlich auch in unserem Website-Komplettkurs Website Formel mehr, ja, beziehungsweise in der WP Erfolg Academy. Also jetzt kommen wir wieder zurück zum Aufbau. Also du solltest halt, wie gesagt, deinen Blogartikel jetzt zu einem bestimmten Suchbegriff schreiben. Keine Ahnung, zum Beispiel Hund Stuben reinmachen oder so. Na, dann würden wir eben ein Artikel zum Thema, wie man den Hund Stuben rein bekommt, schreiben. Und da würden wir als erst eine Einleitung schreiben. Dann mache ich immer eine kurze Inhaltsangabe.
Heißt, ich zeige, hey, was erwartet dich als nächstes? Na, was ist der erste Schritt, der zweite Schritt, der dritte Schritt, der vierte Schritt im Hauptteil dann? Genau, und diese Inhaltsangabe, wenn du das machst, das kann auch gut sein. Einfach, dann wird in den Google-Suchergebnissen öfters mal, ich sag mal, das Inhaltsverzeichnis schon beim Suchergebnis unterhalb angezeigt. Ja, aber da möchte ich jetzt gar nicht so tief drauf eingehen, das ist jetzt schon wieder fortgeschritteneres Thema. Aber das kann auf jeden Fall gut sein, wenn du so eine Inhaltsangabe machst. So, werden wir auch gleich hier machen. Hauptteil, na, da packst du dann eben, ja, das Thema rein, die zum Beispiel Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie man den Hundstuben reinbekommt, was auch immer. Das kannst du natürlich in mehrere Unterschritte, ja, unterteilen. Und dann kommt das Fazit. Na, fass nochmal alles kurz zusammen. Und am Ende eine Call to Action, wenn du das magst. Also wenn du, was weiß ich, ein Coaching anbietest, ein kostenloses E-Book, was auch immer, irgendein Produkt, dann kannst du das natürlich am Ende nochmal promoten. Das macht man häufig, dass man das nach dem Fazit dann nochmal promotet. Du kannst natürlich aber auch, also eine Call to Action, ganz kurz, was ist das eigentlich? Das ist einfach eine Handlungsaufforderung, heißt, du sagst, hey, lieber Nutzer, kaufe dir jetzt Produkt XY oder lieber Nutzer, trage dich jetzt in den Newsletter ein. Diese Call to Action kann sich aber auch empfehlen, mal immer wieder, ja, gerade wenn es ein langer Artikel ist, immer mal wieder in der Einleitung auch, im Hauptteil auch mal drauf hinzuweisen. Nicht in der Einleitung. Wie du eine perfekte Einleitung schreibst, darum geht es auch, das erfährst du außerdem auch. Im fünften Modul der Website-Formel, wenn du Mitglied bist. Ja, das für alle Mitglieder unseres Komplettkurses. So, das mal zum Aufbau. So, und wir schauen uns das Ganze jetzt mal direkt in WordPress an. So, du gehst eben zu Beiträge und dann klickst du entweder hier oben auf Erstellen oder hier auf Erstellen. Ich klicke jetzt mal hier drauf und dann kannst du deinen Artikel erstellen. Hier geben wir immer als allererstes mal unseren Titel ein. Zum Beispiel Hund Stuben rein bekommen. Ja, dann können wir das Ganze auch direkt mal speichern. So, ne, hier können wir dann nachher Text einfügen und so weiter. Dazu dann nachher. Hier können wir nachher Blöcke, Bilder und so weiter hinzufügen. Dazu auch noch später mehr. Hier können wir das Ganze immer speichern. So eine Vorschau anzeigen lassen vom aktuellen Artikel. Ne, das wäre hier nur Test-Text. Und hier können wir nachher den Artikel veröffentlichen. Über dieses Zahnrad können wir hier diese Optionen aus- und einblenden. Ich lasse die eigentlich immer eingeblendet. Ja, das mal ganz kurz als Überblick. Je nachdem, was für Plugins du hast und Themes du verwendest, hast du hier unten eben gewisse Einstellungen oder eben nicht. Gut. Jetzt schauen wir uns als erstes mal die Dokumenteinstellung an, also die Einstellung des Beitrags. Da zeige ich dir jetzt, was du da als erstes machst, bevor wir jetzt starten, gleich den Artikel zu erstellen. Bei Sichtbarkeit können wir halt sagen, hey, ist der Beitrag, der Blogartikel nachher öffentlich oder nicht? Ist er privat oder ist er passwortgeschützt? Bei passwortgeschützt könnte man eben nur mit einem Passwort auf den Artikel zugreifen. Na, du wirst dann das hier reinmachen und hier das Passwort eintragen. Hi, gleich geht's weiter mit dem Video. Studien zeigen, weit über 90% der Websites im Internet scheitern, weil die meisten Menschen nicht wissen, worauf es wirklich ankommt. Damit deine Website hingegen zu den Gewinner-Websites gehört, schenke ich dir jetzt mein nagelneues gratis Website-Buch. In ihm erfährst du meine erprobte und einzigartige 12-Schritte-Strategie, mit der auch du deine erfolgreiche WordPress-Website mit vielen Besuchern erstellen kannst. Bereits tausende Menschen haben es sich heruntergeladen und sind diesen Weg erfolgreich gegangen. Du entdeckst, was richtige Website-Profis anders machen und kannst dann Schritt für Schritt abhaken, bis du deine fertige Website hast, mit der du dein Ziel erreichen kannst, also zum Beispiel mehr Leads, Umsatz, Besucher, ja, Kontaktanfragen und so weiter bekommen kannst. Klicke also jetzt direkt auf den ersten Link in der Videobeschreibung und sichere dir kostenlos diesen einzigartigen Fahrplan zur modernen Profi-Website. Und jetzt geht's weiter mit dem Video. Ja, veröffentlichen. Wenn ich jetzt hier auf Veröffentlichen klicken würde, würde der sofort veröffentlicht werden. Wenn ich jetzt hier ein gewisses Datum auswählen würde, dann würde der Artikel erst am entsprechenden Datum veröffentlicht werden. Den Artikel natürlich auch immer erst dann veröffentlichen, wenn er fertig ist. Na, das sollte klar sein. Ich mache es jetzt aber trotzdem mal, einfach, um dir nachher Dinge besser zeigen zu können. Den Beitrag bzw. den Artikel, den kannst du natürlich auch wieder löschen, wenn du das magst. Hier bei Revisionen kannst du ältere Versionen deines Beitrags wiederherstellen. Dann kannst du hier oben den Regler bewegen
und dann könntest du die Revision wiederherstellen. Das machen wir jetzt aber nicht. Wir gehen jetzt zurück zum Editor. Gut, Permalink. Hier können wir eben diesen Link anpassen, ne, den du hier oben hast. Ja, da sehe ich jetzt auch schon einen Fehler hier bei dieser Testwebsite. Da ist jetzt aktuell noch das Datum drin. Na, das wollen wir natürlich nicht, das Datum, weil das macht den Link unnötig lang. Das mag auch Google nicht so. Deshalb ändere ich das jetzt mal um. Wichtig, wenn du jetzt schon Beiträge erstellt hast, dann das im Nachhinein umzuändern, kann negative Auswirkungen auf deine Suchmaschinenoptimierung zu haben. Da wir jetzt aber hier den ersten Artikel auf der Seite erstellen, ja, ist das jetzt nicht so, ja, schlimm, sag ich mal. Oder ist es auf jeden Fall besser, wenn wir das hier umändern. Ne? Es ist immer besser, im Normalfall diese Einstellung hier zu haben. Für die Links, ja. So. Das mal noch dazu. Dann Kategorien. Wir können hier nachher natürlich Kategorien erstellen. Zu Kategorien gibt es ein extra Video auf diesem Kanal und ganz ausführlich natürlich in der Website-Formel. Und ja, da können wir dann eben den Beitrag einer Kategorie hinzufügen, die Kategorie zum Beispiel nachher im Menü anzeigen lassen. Dann würde der Nutzer, wenn er auf den entsprechenden Menüpunkt klickt, alle Beiträge auf der Seite finden, die eben in der Kategorie sind, in der entsprechenden. Wir können natürlich auch hier eine neue Kategorie erstellen. Ja, Hund erziehen zum Beispiel. So, da möchte ich jetzt aber erstmal nicht weiter drauf eingehen. Gibt es ja extra Videos dafür. Schlagwörter, da können wir eben spezielle Schlagwörter eingeben. Ich würde da 5 Stück ungefähr reintragen und Stuben reinbekommen. Es hat zwar nicht mehr so die krasse Auswirkung für die Suchmaschinenoptimierung, aber meiner Ansicht nach kommt es eben bei der Suchmaschinenoptimierung auch auf die vielen kleinen Dinge an, die man beachtet. Und deshalb mache ich hier tatsächlich eigentlich immer ein paar Schlagwörter rein. Ja, ein Beitragsbild kannst du festlegen, da wähle ich jetzt einfach mal hier einen V aus, der absolut nichts mit dem Thema dieses Artikels zu tun hat und der nur als Beispiel gilt und der würde jetzt bei unserem Theme, das kommt natürlich auch aufs Theme an, hier oben zum Beispiel auch angezeigt werden, ja. Gut, das mache ich auch mal wieder raus. Ich arbeite eigentlich nicht mit solchen großen Bildern, ne? Weil die eigentlich den wichtigen Inhalt verdecken, ne? Der sollte ja lieber hier oben sein, als von einem ja, relativ unnötigen Bild, das vielleicht gut aussieht. Ja, aber dann wird es ja davon ja, einfach nach unten verschoben werden und etwas verdeckt werden. Diskussion, hier kannst du eben Kommentare erlauben, einstellen oder ausstellen. Aufgrund der DSGVO würde ich sowieso Kommentare deaktivieren bei der Website. Gut, das zu den wichtigsten Einstellungen erstmal, wenn du einen Artikel erstellst. Und jetzt erstellen wir, wie gesagt, mal so einen Artikel. Wir haben gesagt, als erstes schreiben wir mal eine Einleitung. Ich habe mir einfach hier mal einen Beispieltext generieren lassen. Ich mache hier immer auch schön viele Absätze rein. Das sieht nachher einfacher aus zum Lesen für den Nutzer und führt dazu, dass er eben auch länger unsere Artikel liest. Ja, na, hier den Text kannst du natürlich auch immer dementsprechend anpassen. Na, fett, kursiv, du kannst auch einzelne Teile des Textes natürlich verlinken, zum Beispiel das Lorem. Wenn ich jetzt hier aufs Link-Symbol klicke, na, da füge ich jetzt einen entsprechenden Link ein. Kann noch sagen, hey, der soll sich im neuen Tab öffnen. Klicke auf Übernehmen. Dann hätten wir jetzt einen Link eingefügt, der eben zu unserer Startseite in dem Fall verweisen würde und in einem neuen Tab geöffnet werden würde. Ja, wie gesagt, zum Gutenberg-Editor, also ne, der Gutenberg-Editor ist eben diese Oberfläche hier. Da gibt es eben auch noch ein entsprechendes Tutorial. Hier geht es ja jetzt eher mal darum, einen Blogartikel zu erstellen, ja. Ganz kurz, dennoch die wichtigsten Sachen, ne, diese einzelnen Blöcke hier, die kannst du eben auch verschieben oder hier, ne, Maus gedrückt halten und dementsprechend hinziehen. Und wenn du so einen Block hast, dann findest du hier immer diese Blockeinstellungen auch an der Seite, wo du die Schriftgröße zum Beispiel abändern könntest. Na, hier natürlich auch per Zahl abändern und nicht hier per Auswahl. Wenn du hier jetzt Initialbuchstaben machen würdest, würde das L zum Beispiel groß werden auch noch, ja. Du kannst natürlich auch die Textfarbe hier nochmal, die Hintergrundfarbe ändern. Da müssen wir den Text jetzt natürlich weiß machen oder das zurücksetzen, indem wir hier auf Leeren klicken. Gut. Ja, was ich dir auch empfehlen kann, ist zum Beispiel am Anfang von einem Blogartikel ein Video hinzuzufügen. Das hat folgenden Vorteil. Ich nehme jetzt mal ein Video von WP Erfolg. Das hat auch wieder ganz arg viel mit Hunde zu tun, ne. Und füge das hier ein. Da natürlich, wie ich, ja, je nachdem achten auf den Datenschutz. Genau, aber dazu gibt es auch ein extra Video. Wenn dich Datenschutz und YouTube-Videos interessiert, dann
Borlabs Cookie, das Video zu Borlabs Cookie mal auf diesem Kanal anschauen. Ne? Aber es empfiehlt sich auch immer, Videos zu verwenden, weil, ja, also so Multimedia-Inhalte zu verwenden, Videos, Bilder und so weiter im Blogartikel. Das ist sehr, sehr sinnvoll. Das mag Google sehr, das mögen die Nutzer auch sehr, bietet sehr viel Mehrwert. Und die Website, die den meisten Mehrwert liefert, die wird heutzutage meiner Ansicht nach am ehesten oben angezeigt in Google. Es kommt nicht mehr so drauf an wie früher auf verschiedene Tricks, die man da machen konnte. Gut, ja, jetzt haben wir hier unsere Einleitung. Davor haben wir jetzt noch ein Video eingefügt. Dann mache ich jetzt hier mal eine Inhaltsangabe, wollten wir machen. Da wähle ich jetzt hier das Listenelement aus. Schiebe das natürlich jetzt nach hier unten. Nenne das jetzt einfach mal Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3 zum Beispiel, ne? Und dann ist der Hund stubenrein. Gebe dem Ganzen natürlich noch eine Überschrift, dafür nehme ich jetzt hier das Element Überschrift. Da lasse ich auch H2 drinstehen. Das nenne ich zum Beispiel Inhaltsangabe. So, und das werden wir nachher verlinken, dass wenn der Nutzer draufklickt, zum entsprechenden Punkt springt. So, jetzt als nächstes kommt ja der Hauptteil, ne, mit eben Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3, Schritt 4. Schritt 4 gibt es ja nicht. So, Schritt 1, dann kommt eben der entsprechende Text. Hier kannst du auch duplizieren, also Text verdoppeln. Ich habe das jetzt einfach mal verdoppelt, da es ja eh nur ein Beispieltext ist. So. Tada. So, das dupliziere ich auch mal wieder, schiebe es nach hier unten, dann kommt jetzt hier Schritt 2, Schritt 2 ist jetzt zum Beispiel ganz kurz und dann kommt eben hier Schritt 3. So, und jetzt noch ein ganz wichtiger Punkt. Und zwar, das hier ist eine sogenannte H1-Überschrift. Das kannst du dir vorstellen wie beim Buch. Ein Buch hat einen Titel. Und auch dein Blogartikel sollte nur einen Titel haben. Ja, das hier ist immer, ja, und eben der Titel ist bei der Website oder beim Blogartikel eben die H1-Überschrift. So. Und so wie ein Buch sollte auch nur, sollte ein Blogartikel eben auch nur eine, ja, einen Titel haben, also eine H1-Überschrift. Aber ein Buch hat natürlich mehrere Kapitel und deshalb kann natürlich auch dein Blogartikel mehrere H2-Überschriften haben. Also ne, eine H2-Überschrift ne, ist immer automatisch, wenn du hier den Überschriftenblock hinzufügst. Und im Endeffekt ist so eine H2-Überschrift wie ein Kapitel von einem Buch. Ja? So kann man sich das ganz gut vorstellen, finde ich. Du kannst natürlich dann auch noch, ne, wenn es hier gibt, vielleicht Unterschritte. Ne, Unterschritt 1. Ja, genau, und dann duplizieren, Unterschritt 2 vielleicht noch, also ne, das können wir dann auch 1.1 oder 1.2 nennen, ne, dann erkennt der Nutzer auch hier direkt die Struktur. Die Struktur kannst du dir außerdem auch hier immer anzeigen lassen nochmal, ne, und hier die Gliederung. Aktuell, ne, ist das, genau, jetzt kommen wir hier nochmal zurück, ne, das hier, wenn es ein Unterschritt ist, da wird es jetzt natürlich H3 reinmachen. Ganz wichtig, ne? Ne? Das hier wie ein Kapitel, Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3. Und das hier ein Unterschritt oder ein Unterkapitel unseres Blogartikels ist beim Schritt 1, dann wird das zur H3-Überschrift. Das ist ganz wichtig für die Suchmaschinenoptimierung. Für Google ist das wirklich ein extrem wichtiger Punkt, damit Google auch den Aufbau deines Blogartikels, deines Beitrags am Ende besser nachvollziehen kann. Ne? Und hier siehst du das jetzt auch schön strukturiert. Siehst du auch die Anzahl der Wörter, wie viele Blöcke verwendet wurden und so weiter. Ne? Hier siehst du eben nochmal die einzelnen Elemente. Das vielleicht noch als kleiner Hinweis an der Stelle. Hi, gleich geht's weiter mit dem Video. Studien zeigen, weit über 90% der Websites im Internet scheitern, weil die meisten Menschen nicht wissen, worauf es wirklich ankommt. Damit deine Website hingegen zu den Gewinner-Websites gehört, schenke ich dir jetzt mein nagelneues gratis Website-Buch. In ihm erfährst du meine erprobte und einzigartige 12-Schritte-Strategie, mit der auch du deine erfolgreiche WordPress-Website mit vielen Besuchern erstellen kannst. Bereits tausende Menschen haben es sich heruntergeladen und sind diesen Weg erfolgreich gegangen.
Du entdeckst, was richtige Website-Profis anders machen und kannst dann Schritt für Schritt abhaken, bis du deine fertige Website hast, mit der du dein Ziel erreichen kannst, also zum Beispiel mehr Leads, Umsatz, Besucher, ja, Kontaktanfragen und so weiter bekommen kannst. Klicke also jetzt direkt auf den ersten Link in der Videobeschreibung und sichere dir kostenlos diesen einzigartigen Fahrplan zur modernen Profi-Website. Und jetzt geht's weiter mit dem Video. Sehr gut, also jetzt haben wir hier unseren Hauptteil. Da würde ich dir jetzt noch empfehlen, mal ein paar Bilder hinzuzufügen. Zum Beispiel hier den V, der zwar jetzt überhaupt nichts mit dem Thema zu tun hat. Du würdest natürlich ein themenrelevantes Bild hinzufügen. Ja. Könntest dem Ganzen dann eine Unterschrift, eine Bildunterschrift geben. Na, angenommen, da wäre jetzt ein Hund drauf, würden wir halt irgendwie, was weiß ich, stubenreiner Hund hinschreiben. Da kann man natürlich auch schauen, dass da einige Suchbegriffe, dass mal der Suchbegriff erwähnt wird, zu dem man gefunden werden will oder irgendwelche Synonyme und so weiter. Auch hier den Alternativtext. Ganz kurz vielleicht, wenn du ein Bild einfügst, hast du hier die Möglichkeit, einen Alternativtext zu vergeben, der eben das Bild beschreibt. Wenn da jetzt hier eben der stubenreine Hund drauf wäre, dann wäre das ganz gut, wenn wir das hier eben als Alternativtext reinschreiben würden. Stubenreiner Hund. Oder Hund stubenrein oder so, Hund stubenrein. Na, weil Google kann das Bild ja noch nicht 100% erkennen. Na, wobei auch das kann schon ein bisschen was auf dem Bild drauf ist, aber, aber anhand dieses Textes kannst du eben das für Google nochmal so ein bisschen beschreiben. Und ja, das erhöht eben auch die Wahrscheinlichkeit, dass du zum entsprechenden Suchbegriff, wo du den Blogartikel zu schreibst, gefunden wirst. Gut. Das mal dazu, ne? Bilder, Zitate. Es empfiehlt sich wirklich, Multimedia-Inhalte hinzuzufügen. Deshalb gibt es auch im Website-Formelkurs einen extra Abschnitt zum Thema Multimedia, wie du Videos, Audiodateien, Zitate und viele weitere Dinge hinzufügst in deine Blogartikel, um deinen Nutzer mehr Mehrwert zu geben. Und ja, wenn du der Artikel, wie gesagt, der am meisten Mehrwert dem Nutzer liefert oder der sein Problem am besten löst, der wird im Normalfall auch am weitesten oben in Google angezeigt. Gibt natürlich auch noch einige andere Faktoren, also ganz so einfach ist es da nicht, aber das ist auch, ja, das ist meiner Meinung nach mit der wichtigste Punkt. Gut, dann haben wir noch gesagt, machen wir noch ein Fazit. Dafür dupliziere ich das jetzt hier mal wieder. Fazit, das lassen wir jetzt natürlich auch als Überschrift 2. Und na, tada, jetzt haben wir hier auch direkt unseren Fazit-Text. Klar, wenn wir jetzt hier noch irgendwie ein E-Book zum Downloaden hätten, na, so wie ich zum Beispiel hier auch bei diesem Video, weil unterhalb des Videos findest du auch ein E-Book zum Downloaden, in dem ich dir die 12 Schritte zur erfolgreichen Website zeige. Ganz wichtig. Gerade wenn du Einsteiger bist und dieses Video hier schaust oder auch wenn du fortgeschrittener bist, unbedingt das Buch downloaden, dann begehst du viele Fehler nicht, die die meisten Einsteiger eben begehen und deshalb ja, mehr als 90% der Websites eigentlich kläglich scheitern da draußen. Ja. Gut, na, und auch hier können wir wie gesagt jetzt eine Call to Action machen, zum Beispiel sagen, hey, downloade dir hier mein gratis E-Book oder sowas, ja. Da müssen wir natürlich in Bezug auf die DSGVO eigentlich noch ein bisschen was anpassen, aber ich mache es hier mal ganz simpel. Und dann würden wir einfach direkt zum Beispiel einen Button nehmen, der dann auf unseres, ne, das packen wir dann hier unten drunter, ja, Doppelpunkt, ne, Doppelpunkt, und hier dann, was weiß ich, E-Book kostenfrei herunterladen. Wo dann zum Beispiel auf das E-Mail-Eintragefeld verlinkt wird, was auch immer. Ja, oder auf die Landingpage. Also die Landingpage, das ist eben eine Seite, wo der Nutzer landet, wenn er zum Beispiel seine wenn er ein kostenloses, ja, Buch im Gegenzug zu seiner E-Mail-Adresse zum Beispiel herunterladen will. Eine Landingpage ist im Endeffekt einfach eine Landeseite, das kann auch eine Verkaufsseite sein. Ganz egal, hier tust du dann einfach die Seite verlinken, wo der Nutzer zum Beispiel das kostenlose E-Book oder das Produkt, was auch immer, ja, sich sichern kann. Gut. So, das mal dazu. Jetzt haben wir also im Endeffekt einen Beitrag mit Hilfe des Gutenberg-Editors erstellt. Du hast einige weitere hilfreiche Tipps bekommen. Ja, und jetzt weißt du schon viel eher, worauf du achten musst. Jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Ja, jetzt gibt es hier beim Video tatsächlich gerade ein Problem. Na, du siehst, das wird hier ein bisschen weiter unten angezeigt. Ja, das dürfte im Normalfall bei dir nicht der Fall sein.
Das kann einfach hier in den Einstellungen liegen. Nichtsdestotrotz, ne, wir schauen uns mal den Artikel an. Also wir haben hier die Einleitung, die Inhaltsangabe, ne, und da fällt uns jetzt schon der erste Punkt auf. Aha, wir müssen noch was verbessern. Und zwar habe ich dir gezeigt, habe ich dir versprochen, dass nachher der Nutzer hier draufklicken kann und dann zum entsprechenden Punkt runterspringt. Das machen wir so, indem wir hier bei der Überschrift bei erweitert einen Anker eingeben. Ich nenne das jetzt einfach mal 2, nee 1, ist ja der erste Schritt. Und das hier nenne ich einfach mal 2, so. Und das nennen wir 3. Und jetzt mache ich hier einfach rein folgendes: Link, Hashtag 1, ist ja der erste Schritt, so. Hashtag 2. Und dann hier Hashtag 3. So, nahezu, das sind sogenannte Sprungmarken, beziehungsweise Anker. Dazu gibt es auch nochmal ein extra Video hier auf diesem YouTube-Kanal. Wenn du dann hier draufklickst, springst du automatisch zu Schritt 1 runter, dann zu Schritt 2, ne, und hier eben zu Schritt 3. Ne? Ja, ne, der Schritt wird eben hier durch den Balken hier verdeckt aktuell, den der Nutzer ja eigentlich nicht sieht. Gut, das eben jetzt mal dazu. Ne, das ist jetzt hier der fertige Artikel. So kannst du in WordPress Artikel erstellen. Und wie gesagt, ich empfehle dir wirklich, ich lege es dir wirklich ans Herz, dir das kostenfreie E-Book von mir herunterzuladen, das du unterhalb des Videos verlinkt findest. Das ist der erste Link. Denn wie gesagt, es wird sich massiv für dich lohnen. Über 10.000 Leute haben sich locker schon gedownloadet und dadurch eben eine erfolgreichere Website erstellt als ja, viele andere. Deshalb schau es dir unbedingt an, das E-Book. Dort bekommst du die 12 Schritte zur erfolgreichen Website. Weil viele Einsteiger wissen halt nicht, worauf es ankommt, worauf es wirklich ankommt, was man beachten muss, welche Schritte man unbedingt gehen muss. Und viele fokussieren sich auf komplett die falschen Sachen und wundern sich dann am Ende, wieso ihre Website zu den 90% der anderen Websites gehört, die eben keinen Erfolg haben. Und das Buch ist eben das Erfolgsrezept gegen Misserfolg. Also da erfährst du, wie du eben mit deiner Website, wie gesagt, deutlich mehr Erfolg haben kannst. Und du bekommst dann auch von mir viele hilfreiche Infos, ja, die du sonst hier auf YouTube nicht bekommen würdest. Genau, das nur mal dazu. Bisschen Werbung in eigener Sache. Und ich hoffe, dir haben diese Inhalte hier jetzt wirklich weitergeholfen. Du weißt jetzt, wie du einen Artikel erstellen kannst. Oder weißt zumindest besser, wie du so einen Artikel erstellst in WordPress. Hast einige wichtige Infos hier mit rausziehen können, hoffe ich. Und vermute ich. Und zeige das gerne mit einem Daumen nach oben auch. Und abonniere gerne diesen Kanal für mehr WP-Erfolg, für mehr Erfolg mit deiner Website. Aktiviere gerne die Glocke, dann verpasst du auch kein wichtiges Video mehr. Alles klar, wir sehen uns jetzt auf der Endcard und dann sicherlich in einem weiteren Video. Bis dahin, dein Frederik. Like jetzt das Video, wenn es dir geholfen hat und teile es mit deinen Freunden. Abonniere jetzt unseren Kanal für bessere Websites, viele Besucher und mehr WordPress-Erfolg. Stelle zudem sicher, dass du dir dein Gratis-Geschenk geholt hast. Links unten findest du ein weiteres spannendes Video. Rechts unten gibt es unser neuestes Video. Wir beide sehen uns gleich im nächsten Video. Ich wünsche dir maximalen WordPress-Erfolg.